Sehr geehrte Frau Staatsministerin Müntefering, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, Exzellenz, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen, ich freue mich, heute Abend Ihnen mein Herzensland Irak ein wenig näher vorstellen zu dürfen. Archäologische Forschungen im Irak haben eine lange Tradition. Deutsche Forscher beteiligen sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hieran, mit gleich mehreren Unternehmungen. Innerhalb kurzer Zeit begonnen, eröffneten sie wichtige Kapitel der mesopotamischen Geschichte. Ausgrabungsorte wie Babylon, Assur, Phara oder Uruk trugen ganz wesentlich zur Kenntnis der frühen Hochkulturen Mesopotamiens bei, einer antiken Kulturregion, die überwiegend mit dem Territorium des heutigen Irak gleichzusetzen ist. Einige Ausgrabungs- und Dokumentationsmethoden, insbesondere der Bauforschung in Mesopotamien, gehen auf diese Zeit zurück. Sie sind noch immer relevant und anerkannt. Bis heute kommen im Irak gut ausgebildete Grabungsarbeiter regelmäßig aus denjenigen Stämmen, die damals in Babylon, Assur und Uruk mitarbeiteten. Das Deutsche Archäologische Institut ist seit 1954 mit einer Zweigstelle fest im Irak verankert. Durch die Gründung der Abteilung Bagdad, die heute eine Außenstelle der Orientabteilung ist, wurden vor allem die Forschungen in Uruk intensiviert, die 1912 von der Deutschen Orientgesellschaft begonnen worden waren und bis heute hohe wissenschaftliche Relevanz haben. Die Verankerung des DRI in Bagdad ermöglichte weite Vernetzung und Kooperationen mit irakischen Institutionen. Seit Anfang der 1980er Jahre kann deutsches Personal wegen der Sicherheitslage nicht mehr dauerhaft nach Bagdad entsandt werden. Der wissenschaftliche Austausch erfolgt daher vor allem durch Gasteinladungen nach Deutschland sowie gemeinsame Projekte und Vorträge im Irak. Ein formeller Kooperationsvertrag mit der Universität Bagdad ermöglichte es, seit dem Jahr 2000 auch die Aus- und Fortbildung des akademischen Nachwuchses einzubeziehen. Dieser Schwerpunkt charakterisiert unsere Arbeit bis heute. Der Irak ist, ebenso wie seine Nachbarstaaten, archäologisch und historisch ein sehr reiches Land. Seine frühen Hochkulturen sind berühmt für einige Innovationen, die unser Leben bis heute prägen. Im Jahr 2013 erzählte unsere Ausstellung Uruk 5000 Jahre Megacity im Vorderasiatischen Museum zu Berlin und in Herne intensiv hiervon, wie beispielsweise von der Entwicklung der damals größten Stadt. Bereits im 4. Jahrtausend vor Christus wurde in die notwendige Infrastruktur wie Kanälen, Straßen, Wasser, Verwaltungsbauten, religiöse und profane Großbauwerke investiert. Oder sie erzählt von der Erfindung der Bürokratie mit dem Medium Schrift und ausgeklügelten Zahlsystemen, aber auch von der Entstehung der Massenproduktion in vielen Lebensbereichen, archäologisch besonders gut sichtbar an durchökonomisiert gefertigter Keramik. Auch der Bereich der hohen Kunst erlebte eine erstaunliche Entwicklung. Erstmals wurden sehr naturalistische Darstellungen des Menschen hergestellt. Es soll heute jedoch nicht um die Innovationen und den Beitrag Iraks zur mesopotamischen Geschichte gehen, sondern um das Spannungsfeld zwischen Zerstörungen des überaus reichen Kulturerbes und die Möglichkeiten, die Archäologen und Denkmalschützer zu dessen Erhalt haben. Der Irak gehört zu den Nationen, die zum Schutz ihres als Staatsbesitz definierten Kulturguts eine sehr klare Gesetzgebung erlassen haben, dessen wesentliche Punkte 1974-1975 formuliert wurden. Im Zusammenhang damit erstellte die Antikenverwaltung auch ein Register der bekannten archäologischen Fundorte, dessen zugehörige Karten 1976 veröffentlicht wurden. Der Atlas of the Archaeological Sites of Iraq hat offiziellen Charakter und umfasst ca. 10.000 archäologische Orte.
Moderne Detailsurveys, die besonders in den letzten 5 bis 6 Jahren durchgeführt wurden und an denen auch das DAI beteiligt ist, belehren uns, dass wohl mindestens eine Null an diese Gesamtzahl der Städten zu hängen ist. Jedoch, auch 10.000 offiziell registrierte Fundplätze zeigen schon den Umfang der notwendigen Pflege, die die irakische Antikenbehörde personell und finanziell zu stemmen hat. Sie zeigt natürlich ebenso das immense wissenschaftliche und kulturelle Potenzial, das dem Staat aus diesem Schatz erwachsen oder auch das Ausmaß der Gefahr, das Zerstörung mit sich bringen kann. Dem stehen die großen Krisen des Landes seit den 1980er Jahren entgegen, die für mehrere substanzielle Auswanderungswellen vor allem der gut ausgebildeten Bürger gesorgt haben. Für die Antikenverwaltung heute also eine ungeheuer große Aufgabe. Als vor ziemlich genau 15 Jahren das Nationalmuseum geplündert, die Büroräume ausgeraubt und die Bibliotheken des Landes zerstört wurden, war dies ein Schock für die Welt. Bereits vorher jedoch, ausgelöst durch die große ökonomische Not während des Wirtschaftsembargos gegenüber Irak in den 1990er Jahren, hatte die Zerstörung archäologischer Stätten durch Raubgrabungen begonnen. Ihren Höhepunkt erreichte sie in den Jahren 2003 bis 2005, ist jedoch bis heute nicht gänzlich abgeebbt. Die Antikenverwaltung berichtet, dass die Plünderungen an weniger bekannten Orten und nicht ganz so dynamisch wie damals, aber sie gehen weiter. Kartierungen, die amerikanische Kollegen durch Auswertung von Satellitenbildern vom besonders betroffenen Südirak erstellt haben, zeigen eindrücklich, welche immense Flächen des Landes betroffen sind. Das archäologische Kulturerbe des Irak ist also nach wie vor bedroht. Gezielte Zerstörung von Kulturdenkmalen war zwischen 2015 und 2017 das Markenzeichen von ISIS, der im Nordirak und Nordsyrien bekanntlich sein Kalifat errichtet hatte. Der Furor wandte sich gegen archäologische Stätten, vor allem aber gegen als unislamisch deklarierte islamische Gedenkstätten, Moscheen, religiöse Gebäude anderer Religionen und gegen Bildungseinrichtungen. Die Bilder von den Zerstörungen gingen als Propagandavideos um die Welt. Ein Team um Karel Novacek, das Ausmaß der Zerstörung in Mosul systematisch kartiert, zählt alleine dort 47 zerstörte, historisch sehr bedeutsame Bauwerke. Weitere Dutzende, eher Hunderte von Bauwerken aus der osmanischen oder jüngeren Zeit werden von den Religionsbehörden inzwischen aufgelistet. Hinzu kommen aber auch Gefahren, die dem verständlichen Willen nach schneller Modernisierung und Wiederaufbau jetzt mit dem einhergehen. Historisch wertvolle Originale drohen hierbei, meist aus Unkenntnis, missachtet zu werden. Selbstverständlich gab und gibt es weltweit eine Vielzahl von Aktivitäten, den Irak bei der Behebung dieser Kulturzerstörung zu unterstützen. Auch das DRI, sehr häufig großzügig unterstützt vom Auswärtigen Amt, engagiert sich hier von Anfang an. Akut benötigte Sachausstattung gehört hierzu ebenso wie vor allem das Ermöglichen von Aus- und Fortbildung. Fortbildung ist derzeit unser Hauptfokus, um eigenständiges, erfahrenes Handeln junger irakischer Kollegen zu fördern. Hierfür wurde im Sommer 2017 an der Bagdader Universität im College of Arts das irakisch-deutsche Zentrum für Archäologie und Assyriologie eröffnet. Es bietet die Möglichkeit, gemeinsame Projekte durchzuführen, Konferenzen und Vorträge zu veranstalten und über E-Learning-Techniken Ausbildung und Rat zu organisieren. Derzeit laufen auch unsere Datenrecherchen zum zerstörten Denkmalbestand im Nordirak über das Zentrum. Bereits seit 2009 findet das Summer Graduate Program for Ancient Near Eastern Studies statt, zu dem alljährlich irakische Nachwuchswissenschaftler diverser Universitäten nach Berlin kommen. Eine ganz spezielle Fortbildung aber, und Frau Müntefering erwähnte es bereits, wird über das Iraqi German Expert Forum on Cultural Heritage, kurz IGEF, angeboten, das sich an Mitarbeiter der irakischen Antikenverwaltung wendet und von Ulrike Siegel koordiniert wird.
Eingebunden in das vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufene Archaeological Heritage Network spiegelt es durch die rege Beteiligung einer großen Anzahl von Institutionen und Privatfirmen die Vielfalt dieses Netzwerks. Im IGEF-Programm werden über ein Jahr hinweg alle Aspekte der Dokumentation und Bewertung von archäologischer oder historischer Architektur trainiert. Das Programm ersetzt kein Studium der Baugeschichte oder der Restaurierung. Es ermöglicht aber einzuschätzen, welche Spezialisten für ein Projekt notwendig sind, inwieweit man selbst Hand anlegen oder wie Berichterstattung umgesetzt werden kann. Nach einem zweimonatigen Überblick über alle technischen Schritte, der hier in Berlin erfolgt, erarbeiten die Teilnehmer über ein Jahr hinweg ein eigenes kleines Projekt, das schriftlich und visuell dokumentiert und in einer Abschlussveranstaltung mündlich verteidigt wird. Das Programm wird auf Arabisch angeboten und erreicht so einen sehr großen Personenkreis. Der Lerneffekt ist durch den Wegfall der Sprachbarriere deutlich höher als der in anderen Programmen. Es findet daher die besondere Unterstützung seitens der Leitung der irakischen Antikenverwaltung. Im Irak selbst können seit 2009 wieder Projekte durchgeführt werden, zuerst im kurdischen Teil, seit 2014 auch im Südirak. Die Orientabteilung führt derzeit 5 Projekte durch und genießt hierbei die ganz besondere Unterstützung der irakischen Behörden und auch der irakischen Botschaft in Berlin. Seit den 1960er Jahren spielt die Archäologie der frühislamischen Zeit an der Abteilung Bagdad eine besondere Rolle. Zusammen mit anderen Abteilungen des DRI hielt die Zweiganstalt damit einfach hoch, dass in Deutschland während des Dritten Reichs durch die Vertreibung von Wissenschaftlern jüdischer Konfession zerstört wurde und erst seit Mitte der 1990er Jahre wieder universitär vertreten ist. Neben baugeschichtlichen Untersuchungen und Surveys wurden die Tulul al-Ukhaydiyya westlich von Karbala erforscht, unter denen das Schloss des Muqatil ibn Hassan verschüttet liegt, das im 6. Jahrhundert nach Christus erbaut wurde. Es spielte eine wichtige Rolle in der spätsassanidischen und frühislamischen Geschichte der Region. Heute ist es durch Privatinvestitionen gefährdet. Mit tatkräftiger Unterstützung der antiken Verwaltung und der heiligen Schreine in Karbala konnten wir dort im letzten Herbst geophysikalische Prospektionen unternehmen, die sehr deutlich machen, dass das Schloss nicht isoliert stand, sondern sich eine strukturierte Siedlung anschloss. Durch Öffentlichkeitsarbeit vor Ort hoffen wir, die Stelle schützen zu können. Wesentlich umfangreicher sind Forschungen zur antiken Stadt Al-Hira, die in einem Kooperationsprojekt des DRI mit Dr. Martina Müller-Wiener, Kuratorin am Museum für Islamische Kunst Berlin, der TU Berlin und der antiken Verwaltung Najaf durchgeführt werden. Al-Hira war die Hauptstadt der Lachmiden, die vom 3. bis 6. Jahrhundert nach Christus im Westirak und der syrisch-arabischen Wüste eine politische Rolle spielten. Durch ihre Förderung von bis heute bekannter Dichtung hat Al-Hira in der Mental Landscape des Irak noch immer einen klangvollen Namen. Als reiche und gebildete Stadt spielte sie auch während und nach der arabischen Eroberung 633 eine besondere Rolle. Ursprünglich außerhalb des modernen Orts Kufa, nahe des Hangabbruchs zum Najaf-See gelegen, ist dieser historische Ort durch das moderne Wachstum der Städte Kufa, Najaf und Abu Sreya heute stark gefährdet. Archäologische Forschungen fanden zwar punktuell statt, die Lage früherer Ausgrabungen von Talbot Rice ist jedoch unklar, auch war über die Gesamtausdehnung der Stadt, ihre Struktur und Infrastruktur nichts bekannt. In Zusammenarbeit mit irakischen Promoventen im Summer Graduate Program hier in Berlin entstand die Möglichkeit, einen Gesamtsurvey des Ortes durchzuführen. Angesichts der Vielzahl moderner Bau- und Landnutzungsprojekte, unter anderem des Ausbaus des internationalen Flughafens an Najaf al-Ashraf, war dies wohl die letzte Gelegenheit dazu. Das irakische Antikengesetz sieht jedoch vor, dass Investitionsprojekten archäologische Bewertungen vorauszugehen haben und die Antikenverwaltung die Möglichkeit hat, Bauvorhaben zu stoppen. De facto ist dies jedoch, ähnlich wie in Deutschland, nicht ganz einfach. Gemeinsam
gelang es jedoch, das zunächst nicht begeisterte Flughafenkonsortium, das den Bau einer zweiten Landebahn auf einer nicht unerheblichen Fläche des antiken Al-Hira vorantreibt, zur Finanzierung einer intensiven Oberflächendokumentation zu bewegen. Die so entstandene Zusammenarbeit erlaubte es dann aber auch, bei laufendem Flugbetrieb den Survey unter Einsatz einer Forschungsdrohne mit geophysikalischer Prospektion sowie natürlich mit archäologischen Methoden durchzuführen. Die Ergebnisse waren unerwartet vielfältig. Statt einer lockeren Bebauung, wie sie frühere archäologische Daten und auch die historischen Texte nahelegten, konnten unterschiedlich dicht bebaute Flächen festgestellt werden. Über die Datierung von Keramik kann gezeigt werden, dass es eine Siedlungsentwicklung von Ost nach West gab. Während im Osten tatsächlich große Einzelkomplexe das Bild bestimmen, findet sich im Westen eine dichte urbane Struktur, die überwiegend in das 8. und 9. Jahrhundert datiert. Untersuchungen in Baugruben zeigten uns, dass die Stadt nur noch 50 bis 180 Zentimeter hoch erhalten ist. Die irakische Antikenverwaltung beschloss daher, die gesamte Fläche auszugraben, was auch im Verlauf von etwas mehr als einem Jahr gelang. Der logistische Einsatz hierfür war erheblich, jedoch erfolgreich. Und wir sind stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, dass das Thema Trassenarchäologie im Irak erfolgreich verankert wurde. Die Kooperation soll fortgesetzt werden, voraussichtlich mit einem Ausgrabungsprojekt außerhalb des Flughafengeländes, in dem die Entstehung, Nutzung und Aufgabe des Siedlungsbereichs im archäologischen und historischen Detail untersucht werden soll. Als Aus- und Fortbildungsprojekt werden Forschungen in Erbil, der Hauptstadt der föderalen Region Kurdistan des Irak, durchgeführt. Sie wurden zunächst aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, später der DFG finanziert. Anfang des Jahres 2009 kontaktierte das deutsche Generalkonsulat in Erbil die Orientabteilung mit der Frage, ob wir die dortige Antikenverwaltung in der Dokumentation einer Gruft unterstützen könnten, die mitten in der Stadt gefunden worden war. Ein Anwohner hatte einen Toilettenschacht angelegt und war nach einigen Metern in der Gruft gelandet. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Antikenverwaltung erfolgte die Dokumentation und zudem eine stratigraphisch detaillierte Ausgrabung des Erdreichs über der Gruft, um zu verstehen, in welchem archäologischen Zusammenhang diese stand. Erbil war ja im ersten Jahrtausend vor Christus die Hauptstadt auch einer assyrischen Provinz gewesen, von der bislang jedoch nur die berühmte Zitadelle bekannt war. Hier aber befinden wir uns in einiger Entfernung von dieser, vielleicht in einer Unterstadt. Die Fundsituation in der Gruft erforderte die Einbeziehung eines Paläoanthropologen. In minutiöser Dokumentation konnten so die Abläufe der Bestattungen in dieser Gruft rekonstruiert werden und auch die Bestatteten selbst treten uns nun näher. 5 Personen waren hier beerdigt worden, offensichtlich indem man die Sarkophage hin und wieder räumte. Die Knochen einer Person lagen noch sorgfältig aufgehäuft in einem eigens konstruierten Seitenkompartiment der Gruft. Es handelt sich um einen 20- bis 25-Jährigen, vermutlich einen Mann. Die Knochen aller weiteren Personen befanden sich nicht mehr im Kontext. Es ist aber noch nachweisbar, dass es sich um relativ gesunde und gut ernährte Individuen handelte, die im Erwachsenenalter unter normalen Umständen verstorben sind. DNA-Analysen, die im Jahr 2010 an der Universität Florenz an Knochen von 3 Individuen aus diesem Grab durchgeführt wurden, erbrachten zum einen den Nachweis, dass es in ariden Gebieten durchaus Mikroklimazonen gibt, die gute Erhaltungsbedingungen für derartige Analysen beisteuern. Das war bis dahin bezweifelt worden. Und zudem die ersten Daten für den Raum Mesopotamiens überhaupt. Wir wissen nun, dass 2 Personen eine gemeinsame matrilineare Abstammung hatten und eine dritte, nämlich die Person im Kompartiment, keine Vorfahren in dieser Familie hatte. Die Daten sind publiziert und stehen damit für die Einbindung in überregionale Untersuchungen zur Verfügung. Die Situation der Unterstadt von Erbil ließ uns keine Ruhe. In einem von der DFG geförderten Pilotprojekt unter Leitung von Arnulf Hausleiter loteten wir daher aus, inwieweit ein Survey in der fast völlig modern versiegelten Stadt ausreichend Hinweise auf die Ausdehnung und die Geschichte einer solchen Unterstadt bringen würde.
über die Auswertung von Stereosatellitenbildern, die in diesem Fall das Herausrechnen der modernen Bebauung, konnte das Höhenrelief von Erbil rekonstruiert werden. Damit ergeben sich Anhaltspunkte auf die Bereiche, wo Vorgänger der Stadt zu erwarten sind. Surveys auf noch nicht versiegelten Parkplätzen und in modernen Baugruben wiederum liefern ausreichend Material, um einschätzen zu können, wo welche Siedlungsentwicklung stattgefunden hat. Wir datieren derzeit die Anlage von Unterstädten in die neuassyrische Zeit, das heißt ab dem 8. Jahrhundert vor Christus. Eine postassyrische, spätantike und mittelalterliche Entwicklung lässt sich ebenfalls kartieren. Die Daten müssen jedoch verdichtet werden. Mitarbeiter der Erbiler Antikenverwaltung waren daher Teil des Teams, kennen die Survey-Methoden und können die Verdichtung übernehmen. Größtes Handicap derzeit sind jedoch die ausbleibenden Gehälter vor Ort und mangelnde Budgets für Benzin und Sachmittel. Seit 2015 sind auch in Uruk Forschungen wieder möglich. Zwar unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, jedoch inzwischen in eingespielten Abläufen zwischen den irakischen Behörden und den anreisenden Forschern. Zwei Aspekte stehen im Vordergrund: die Fortführung der wissenschaftlichen Erforschung der Ruine und die Erhaltung und Präsentation des bereits Ausgegrabenen. Uruk wurde 2016 als Weltkultur- und Naturerbe anerkannt. Die Orientabteilung war in die Erstellung des notwendigen Managementplans involviert und setzt die vorgesehenen Maßnahmen nun in enger Zusammenarbeit mit irakischen Behörden um. Zwei Komponenten sind hierfür wesentlich: die Konservierung von Bauwerken, die Uruk in der Wissenschaft so berühmt gemacht haben, und eine sinnvolle Besucherführung und Information. Weitere wissenschaftliche Erforschung ist auch dafür von größter Notwendigkeit. Die früheren großflächigen Ausgrabungen fanden in einer Zeit statt, als zwar das Freilegen von Architektur nach hohen Standards erfolgte, jedoch die Berücksichtigung archäologischer Details nur bedingt umsetzbar war. Daten zu Detailstratigraphien, Keramikfeintypologien, kontextbezogene Artefaktanalysen sind selten vorhanden, ganz zu schweigen von Daten zur Erforschung der Lebensumwelt der Bewohner, wie sie aus der Untersuchung von Knochen, Pflanzen, Materialproben usw. so zu gewinnen sind. All dies steht nun im Vordergrund. Gleichzeitig dienen unsere ersten Ausgrabungen auch der Ausbildung lokaler und ausländischer Nachwuchsarchäologen sowie der Weiterbildung der Ausgrabungsarbeiter. Uruk ist deswegen auch Fortbildungsstätte für das IGEF-Programm. Ausgrabungen finden derzeit in zwei Bereichen statt. Direkt außerhalb der Stadtmauer ist seit Jahrzehnten eine Hügelgruppe bekannt, hier Nummer 1, an der Backsteine mit einer Stempelinschrift von König Nabonid und Fragmente von dekorierten Backsteinen gefunden wurden. Geophysikalische Messungen aus dem Jahr 2001 zeigen, dass es sich um einen großen Gebäudekomplex handelt, der an einem der Hauptkanäle liegt, die die Stadt durchquerten. Hier tritt der Kanal durch die Stadtmauer, kreuzt sich mit dem um Uruk herum verlaufenden Ringkanal und verläuft dann weiter nach Süden. Der Gebäudekomplex besteht aus drei parallel angeordneten Bauwerken, die vermutlich auf einen großen ummauerten Hof ausgerichtet sind. Im Süden verläuft ein Kanal, von dem man Zugang zum Hof gehabt zu haben scheint. Auch von der Stadt her ist ein Zugang zum Hof zu vermuten. Bereits anhand der Geophysik konnten Architekturvergleiche angestellt werden. Der südliche Bau ähnelt den aus dem Zentrum von Uruk bekannten Karainda-Stempel, erbaut im 15. Jahrhundert vor Christus. Die Oberflächenkeramik zeigt jedoch eine Nutzung von der mittelbabylonischen bis in die seleukidische Zeit an, das heißt also von der Mitte des 2. Jahrtausends bis zum 2. Jahrhundert vor Christus. Derzeit wird die Südecke des Gebäudekomplexes untersucht. Die in der Geophysik erkennbare Gebäudeform bestätigte sich. Es handelt sich um ein axial erschlossenes Gebäude, dessen Ecken außen durch mehrfach gestufte Bastionen verstärkt sind.
Nach Osten mag noch eine weitere Konstruktion folgen. Die Keramik zeigt, dass der Raum in dieser Form in der seleukidischen Zeit genutzt wurde. Die Backsteine des Fußbodens tragen mehrfach Stempelinschriften von König Nabonid, also der neubabylonischen Zeit, und sind hier vermutlich sekundär verbaut worden. Auch für die Mauern wurde Altmaterial verwendet. Sie sind ganz überwiegend aus Formbacksteinen errichtet, deren ursprüngliche Schauseite nach innen zeigt. Diese weisen eine Vielzahl von Motiven auf. Backsteine mit tordierten, Halbsäulen im Hochrelief, Sterne und figürlicher Dekor. Ihre direkten Vergleiche haben sie bei den Ziegelfassaden kassitenzeitlicher Tempel, sind also älter als der jetzt ausgegrabene Zustand des Bauwerks. Die Motive unterscheiden sich eindeutig von denjenigen des Karaindas-Tempels, des bislang einzigen derartigen Tempels in Uruk, sind aber beispielsweise aus Akkakuf bei Bagdad oder auch aus Susa im Iran bekannt. Die große Anzahl dieser Ziegel zeigt uns an, dass das Herkunftsbauwerk nicht weit entfernt liegen kann. Hierzu passt ein weiterer Befund. Südlich des Bauwerks befindet sich eine Fläche, die durch Umbauten von dessen Außenmauern charakterisiert ist. Tiefer liegt ein noch nicht vollständig ausgegrabenes Bauelement, das vielleicht zu einer Türanlage gehört. Markiert hier als Locus 60. Hier sind in größerer Anzahl, jedoch vermutlich ebenfalls sekundär, Backsteine verbaut, die einen Ziegelstempel von König Karaindas tragen, also wiederum dieses 15. Jahrhundert vor Christus. Es handelt sich um eine bislang unbekannte Inschrift, die besagt, dass Karaindas für die Göttin Nanaya einen glänzenden Kai errichtet habe, also eine wassertechnische Einrichtung. Dies würde mit der Lage des Gebäudekomplexes korrelieren, sagt uns aber noch nicht, wo wir den Kai suchen sollen. Immerhin ist er mit einer Weihung an Nanaya in einen religiösen Kontext gesetzt. Wir hoffen auf die Fortsetzung der Ausgrabungen. In die Planung der Ausgrabung geht bereits jetzt der Wunsch ein, das Gebäude später Besuchern präsentieren zu können. Es werden daher grabungsbegleitend Maßnahmen ergriffen, die die Mauern stabilisieren und dem allgegenwärtigen Versalzungsproblem entgegenwirken. Eine weitere Grabungsstelle betrifft die Stadtmauer von Uruk. Ihr Verlauf ist im Gelände noch sehr gut erkennbar. Bei bestimmten Witterungsbedingungen konnte sie anhand der Bodenfeuchtemerkmale kartiert werden. Mit ihren 9,5 Kilometer Länge und geschätzten 900 Bastionen handelte es sich um ein gewaltiges Bauwerk. Die Mauer wurde bereits in den 1930er Jahren archäologisch untersucht und festgestellt, dass sie im 3. Jahrtausend vor Christus errichtet und über viele Jahrhunderte immer wieder ausgebessert wurde. Noch in seleukidenzeitlichen Texten ist sie erwähnt, hatte jedoch wohl keine fortifikatorische Funktion mehr. Berühmt war sie bereits während der altorientalischen Perioden und spielte eine wichtige Rolle im Gilgamesch-Epos. König Gilgamesch von Uruk hinterlässt sie als das Element, das seinen Namen unsterblich macht. Geophysikalische Prospektion zeigt, dass ihr Aufbau komplexer ist als durch die früheren Ausgrabungen belegt. Es gibt weitere parallel verlaufende Strukturen, zudem gibt es konstruktive Verknüpfungen mit dem an ihr entlang verlaufenden Ringkanal. Die früheren Ausgrabungen datierten den ersten Mauerbau anhand der verwendeten sogenannten plankonvexen Ziegel in die frühdynastische Zeit, also die erste Hälfte des 3. Jahrtausends vor Christus. Da einiges an der Interpretation zum Ausbau der Stadt und der Rolle der Könige hierzu hängt, wollten wir einen kleinen Ausschnitt der ältesten Bauschichten der Mauer erneut untersuchen. Nicht weit vom heutigen Eingang zur Ruine zeigt die Geophysik klare Baustrukturen und einige Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Kanal an. Hier ließe sich zudem eine Information für Besucher installieren. Mit der Ausgrabung sollen daher auch die Erhaltungsbedingungen der Mauer überprüft werden, um Präsentationsprojekte planen zu können. Die Mauer liegt erwartungsgemäß wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Sie besteht aus der bereits früher bekannten 5 bis 6 Meter starken Kernmauer und einer davor gelegten Verbrämung von 1,2 bis 1,7 Meter.
Beide Bauerteile sind aus Lehmziegeln konstruiert. In die Verbrämung sind jedoch auch schwach gebrannte Ziegel eingebaut. Ein Detail, das neu ist, uns aber bei der Interpretation der Geophysik schon möglich erschien. Keramikscherben, die aus den Füllschichten an der Innenseite der Mauer stammen, datieren einheitlich in die frühdynastische I-Zeit, und zwar vermutlich an den Beginn dieser Periode. Vergleiche lassen sich am besten zur Ausgrabung für die Spezialisten in den Planquadraten Keil 12 sowie teilweise zur archaischen Siedlung ziehen. Allerdings wiesen von den 6730 ausgewerteten Fragmenten nur 17% diagnostische Merkmale auf und hiervon wiederum können nur 26%, das heißt 4% des Gesamtmaterials zu einer genaueren Datierung herangezogen werden. Aber auch das ist sehr typisch für diese Zeit. Das Waren- und Formenspektrum ist erstaunlich einheitlich. Die Mauer datiert damit vorbehaltlich weiterer Forschungen an den Beginn der Frühdynastisch-I-Periode, das heißt an den Beginn des dritten Jahrtausends vor Christus, und ist damit etwas älter, als in früheren Forschungen interpretiert wurde. Eine dritte spannende wissenschaftliche Unternehmung ist ein Survey, den wir in einem Radius von 3 Kilometern um Uruk herum durchführen. Mit ihm soll die Forschungslücke geschlossen werden, die der viel größer angelegte berühmte Adams-Nissen-Survey der 1960er Jahre und ein in den 1980er Jahren von uns durchgeführter Survey in der Stadt Uruk gelassen hat. Alte Feldfurchen, kleine Weiler, die Pflanzgruben der Dattelpalmhaine der Antike sind hier ebenso erhalten wie Handwerkerbereiche oder die Reste der antiken Ziegelproduktion. Noch gibt es die Chance, die antike Landwirtschaft, wassertechnische Infrastruktur und die Logistik zur Versorgung der Stadt zu untersuchen. Der Survey dient auch einer präzisen Bestimmung der für Weltkulturerbestätten zu planenden Pufferzone. Die stetig näher rückende Landwirtschaft bedroht das Einzigartige der Region um Uruk, nämlich deren besonders guten Erhaltungszustand. Bisher waren dort nur wenige noch hocherhaltene Siedlungshügel dokumentiert. Hier setzt unser Survey an. Ziel ist es, mit modernen Methoden der Satellitenbildauswertung und der Generierung von topografischen Daten im Structure-for-Motion-Verfahren die Landnutzung außerhalb der Stadt im Wechsel der fast 5000-jährigen Geschichte Uruks nachzuzeichnen. Vorab kartierte Strukturen werden gezielt aufgesucht und das dort vorhandene archäologische Material auf festgelegter Fläche gesammelt und dokumentiert. Die Flächen zwischen den Strukturen werden ebenfalls begangen, jedoch nur in Fällen, wo zusätzlich wichtige Befunde festgestellt werden, näher dokumentiert. Das Beispiel von 2 Arealen, a 25 Hektar, nördlich der Stadt, brachte die chronologische Reihenfolge zutage. Im folgenden Video markiert durch die Abfolge roter Hervorhebungen. Eine kleine, aber markante urukzeitliche Fläche, viel Stein- und Metallarbeitswerkstätten, vermutlich ausschließlich der Djemnet-Nasser- und Frühdynastisch-I-Zeit, Baustrukturen der Ur-3 bis Isin-Lasa-Zeit, die mit dem Bau eines großen Kanals und seiner kleineren Verteilerkanäle in Zusammenhang stehen müssen, und als jüngstes Reste aus der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Per Forschungsdrohnen und Structure for Motion generierte Orthofotos sowie daraus abgeleitete topografische Daten und 3D-Modellierungen des Stadtgebiets von Uruk und auch von ausgegrabenen Bauwerken liefern präzise Kartengrundlagen für Konservierungsprojekte oder die künftige Wegeführung. Auf diese Weise können wesentliche Planungsschritte am Schreibtisch erfolgen und die kostbaren Aufenthaltszeiten vor Ort für Detailuntersuchungen reserviert bleiben. Die Krisenzeiten im Irak haben nicht nur mutwillige Zerstörung mit sich gebracht, sondern auch den Zugang zu den antiken Städten für viele Jahre versperrt. Lehmziegelarchitektur muss alljährlich gepflegt werden. Die natürliche Erosion, jedoch insbesondere auch die hohe Versalzung der Böden, führten über die Jahre der Abwesenheit von Spezialisten zu einem erschreckenden Verfall einiger berühmter Bauwerke, wie zum Beispiel am Weißen Tempel, dem einzigen bei Ausgrabungen gut erhaltenen Tempel auf einer Hochterrasse in ganz Mesopotamien. Er war Mitte des 4. Jahrtausends vor Christus errichtet worden und gehört damit zu den sehr frühen Nachweisen einer später für Mesopotamien typischen Architektur.
Ihn zu erhalten, ist derzeit unser besonderes Anliegen. Hierzu werden Detailuntersuchungen durchgeführt, die vor allem die genauen Schadensursachen klären sollen. Aus Fotos generierte 3D-Landschaftsmodelle, und das sehen Sie hier gerade im Film, liefern die Grundlage für die Kartierung. Präzise Schadenskartierungen und Materialanalysen geben Auskunft, wie tief das Mauerwerk geschädigt ist und wie es voraussichtlich auf Konservierungsmaßnahmen reagieren wird. Die für die Projektplanung notwendigen Untersuchungen werden demnächst abgeschlossen. Gleiches gilt für das sogenannte Steingebäude, das am Fuß der Anu-Zikkurat als unterirdisches Bauwerk angelegt worden ist. Es ist ebenso alt wie der Weiße Tempel. Hier bereitet vor allem der extrem hohe Salzgehalt Probleme, der aus einer Kombination aus der Lage in einem Wassersammelbereich, ohnehin hohen Salzanteilen der Erde und dem Freistellen des Bauwerkes entstand. Es muss zügig gehandelt werden, sonst zerfällt uns die mittlere Mauer, die aus einem künstlichen Gipsstein, und das ist eine Besonderheit für das 4. Jahrtausend vor Christus, gefertigt wurde, sonst zerfällt sie uns vollständig. Unser Ansatz bei allen Projekten ist das gemeinsame Lernen und Handeln. Der Erhalt und die Erforschung des äußerst facettenreichen Kulturerbes des Irak liegt uns allen am Herzen, Irakern wie Ausländern. Detailliertes Wissen um dieses Kulturerbe, die Leistungen der Vorfahren und die methodischen und technischen Wege, es zu erhalten, ist für uns der Schlüssel für eine Zukunft für die Kulturvielfalt des Irak. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.